Hawk Air Max Kompakt 30 SF 4x16x44 Zielfernrohr. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 90-15 Sniper. Diana XR200. Weihrauch HW100 Bullpupper. Air Gun Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, heute stelle ich euch wieder ein Zielfernrohr vor. Und zwar ist es das Hawk Air Max 30 SF Kompakt 4x16x44 Zielfernrohr. Ich würde euch am besten mal die Bezeichnung aufschlüsseln, was das denn alles bedeutet. Hawk ist der englische Hersteller. Air Max ist die Air Max Serie, die neben der Vantage, Sidewinder, Frontier und Endurance Serie, die fünfte Serie von Hawk ist. Diese ist speziell für Luftgewehre gemacht. Zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein speziell für Luftgewehre entwickeltes Absehen hat. Das ist das AMX-Absehen, so ist eben die Bezeichnung von dem Absehen. Hier in dem Fall sogar ein beleuchtetes Absehen. Das Absehen basiert auf Mildots bzw. M-Rad. Ihr habt in der Höhe und in der Seite jeweils 10 Haltepunkte, um neben das Ziel oder über bzw. unter das Ziel zu halten. 30 steht für den Mittelrohrdurchmesser. Ich packe es am besten mal aus, dann zeige ich euch gleich, wo diese ganzen Sachen, die ich da erzähle, sich an dem Zielfernrohr überhaupt befinden. So. Einmal die Gummicaps abmachen, die Schutzcaps. So, also 30 ist der Mittelrohrdurchmesser. Das Mittelrohr befindet sich hier zwischen den beiden Zeigefingern. SF steht für Side Focus, das heißt, hier an der Seite stellt ihr die Entfernung, also das Glas, auf die richtige Entfernung zu eurem Ziel ein. Komme ich gleich noch dazu. AMX, wie gesagt, ist das Absehen. IR steht für die Beleuchtung. Beleuchtung hier in 6 Stufen insgesamt einstellbar. 01, 02, 03, 04. Warum immer eine 0 dazwischen? Einfach aus dem Grund, wenn ihr immer auf der vierten Stufe schießt, müsst ihr nicht jedes Mal hergehen und müsst x mal drehen an dem Rädchen, sondern ihr habt die Möglichkeit auf Stufe 4, oh, sogar getroffen, auf Stufe 4 zum Schießen einzustellen, nach dem Schießen auszustellen und beim nächsten Mal einfach wieder einzustellen. Finde ich echt eine ganz coole Lösung, weil man halt einfach auf seiner Position dann sofort wieder rauskommt. Dann haben wir noch in der Bezeichnung das Wort kompakt. Kompakt, ihr seht es hier schon, wir haben ein richtig kompaktes Zielfernrohr. Das hat gerade mal eine Länge von knapp unter 30 cm, 29,6 cm. Andere vergleichbare Gläser sind hier oft mal mindestens 5 bis 8 cm noch mal länger. Ist natürlich schön, wenn ihr ein kompaktes Gewehr habt oder ein Knicklauf-Luftgewehr, das relativ kompakt ist, wo ihr sonst Probleme beim Knicken bekommen würdet, dass der Lauf beim nach oben gehen oben am Zielfernrohr anstoßen würde. Oder wenn ihr Bullpup-Gewehre, also diese kurzen Gewehre schießt, da wirkt es optisch einfach viel schöner drauf. Was sich unterscheidet durch dieses kompakte Design und dadurch, dass natürlich die Linsen anders im Verhältnis zueinander sind, ist auch der Augenabstand. Während ihr bei den meisten Hawk-Lasern einen Augenabstand von knapp über 10 cm habt, habt ihr hier einen Augenabstand von 7,6 cm. Weil ich hier gerade schon hingefasst habe, hier hinten dran haben wir das Schnellfokus-Okular. Das Schnellfokus-Okular benötigt ihr ganz am Anfang, wenn ihr das Zielfernrohr einstellt, weil dann geht ihr her und macht es perfekt für euer Auge. Das heißt, ihr sucht euch eine weiße Fläche aus, entweder ihr seht auf ein weißes Blatt Papier oder auf eine weiße Wand oder guckt in die Wolken rein, in eine weiße Wolke, nicht in die Sonne gucken, das gibt böse Augenverbrennungen. Visiert die weiße Fläche an und dann dreht ihr hier an dem Schnellfokus-Okular und zwar so lange, bis das Fadenkreuz, also das Absehen in der Mitte, perfekt scharf ist. Egal, ob dahinter das Ziel scharf ist, da kommen wir später dazu. Das Ziel stellt ihr nämlich nicht über das Schnellfokus-Okular scharf, sondern das Ziel stellt ihr dann hier über die seitliche Parallaxenverstellung scharf. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein kleines Parallaxenrad. Wofür braucht man Parallaxenrad? Wenn ihr jetzt zum Beispiel
ich sag mal, auf eine große Distanz ein Ziel habt und es ist noch nicht hundertprozentig scharf, nur zu 99,5%, habt ihr einfach einen viel besseren Hebel, wenn ihr, ich sag mal, um 0,5 mm das hier weiter dreht, so fein könnte man an dem Türmchen gar nicht drehen. Und natürlich durch den größeren Hebel, durch das größere Rad, lässt sich auch das Parallaxenrad oder die Parallaxenverstellung viel einfacher bedienen. Wir haben gesagt, 30 mm Mittelrohr. 30 mm steht für den Durchmesser des Mittelrohrs. Grundsätzlich kann man sagen, je größer das Objektiv, je größer der Mittelrohrdurchmesser und je besser die Linsenqualität, umso besseres Bild habt ihr hinten bei euch am Okular bzw. am Auge. Es ist zu beachten, dadurch, dass es sich hier um ein sehr kurzes Zielfernrohr handelt, ist das Mittelrohr zwischen den beiden Zeigefingern hier keine 12 cm lang. Warum ist das ein wichtiger Wert? Weil die meisten Montagen, die meisten einteiligen Montagen eine Länge von 120 mm, sprich 12 cm haben. Das heißt, ihr würdet hier, die wäre hier zu lang, ihr könntet die nicht verwenden. Spielt aber keine Rolle. Ich weiß, es gibt ein Video von mir, Zielfernrohr einschießen. Das könnt ihr mal auf YouTube eingeben oder auf ergandi.de. Da erkläre ich halt haargenau, wie man ein Zielfernrohr auf seinem Gewehr montiert. Und da sage ich halt, dass ein Vorteil oder empfehlenswert ist, eine einteilige Montage zu verwenden. Wenn ihr stattdessen eine hochwertige zweiteilige Montage verwendet, werdet ihr auch überhaupt keine Nachteile feststellen können. Ihr findet die passende Montage natürlich genauso wie das Glas auf jabolo.de. Wenn ihr bei dem Glas seid, der Link habt ihr unten in der Videobeschreibung drin, dann seht ihr hier auf der Seite, auf der rechten Seite bei euch, die passende Montage für 11 mm Prismenschiene bzw. für Picatinny-Schiene. 4 bis 16 steht für die Vergrößerung. Vergrößerung regelt ihr hier über den Zoomring, der ist schwergängig, was Absicht ist, also man braucht jetzt nicht ultra viel Kraft, aber es ist wichtig, dass man den nicht versehentlich beim Dagegenstoßen halt eben verstellt. Ihr könnt von 4 bis 16-fach einstellen. Die Naheinstellgrenze des Zielfernrohrs, sprich die geringste Distanz, auf die es in höchster Vergrößerung scharf ist, sind 9 Meter. Und dann in der Bezeichnung haben wir noch die 44. Die 44 steht hier vorne für den Objektivdurchmesser. Das sind auch wichtige Werte, falls ihr nicht die beiliegenden mit Gummiband verbundenen Plastikcaps verwenden wollt, sondern Flipcaps, die ihr einfach fest dranbleiben und die ihr halt einfach auf- und zuklappen könnt, findet ihr auch im Zubehör rechts auf jabolo.de. Dann braucht ihr halt eben diese Durchmesser von Okular und von dem Objektiv. Gerade habe ich euch noch von der Beleuchtung erzählt. Die Batterie dafür findet sich hier unter dem seitlichen Deckel. Seht ihr hier, innen liegend eine kleine Knopfzellenbatterie. Das ist eine CR2032. Ich mache es jetzt gerade mal wieder zu. Das Glas ist wie alle anderen Airmax-Gläser stickstoffgefüllt. Es ist beschlagfrei, es ist wasserdicht und natürlich prellschlagfest für alle Kaliber. Also wenn ihr euch nicht sicher seid oder ein Gewehr habt, das richtig schön austeilt, könnt ihr das Airmax Kompakt auf jeden Fall dafür verwenden, denn der Hersteller gibt an, dass es prellschlagfest ist. Hier oben unter diesem Deckel und hier seitlich unter dem Deckel befinden sich die beiden Türme. Der Höhenturm und der Seitenturm sind resetbar. Angenommen, ihr schießt immer auf 25 Meter, habt euer Glas perfekt eingeschossen, das steht jetzt irgendwo zwischen der 4 und der 5, ist jetzt kein guter Wert, den man sich nach zwei Wochen noch daran erinnern kann, was man vor zwei Wochen eingestellt hat, wenn man es versehentlich verstellt hat. Deswegen empfiehlt sich, ihr könnt hier mit die kleinen Matenschrauben mit dem beiliegenden Innensechskant rausdrehen, könnt den Turm nehmen, stellt ihn auf die 0, macht die wieder vorsichtig fest und somit habt dann euer Glas perfekt auf euch eingestellt. Das gleiche könnt ihr auch mit der Seite machen, wenn ihr das Zielfernrohr einmal eingestellt habt und auch da dann irgendwo auf einem komischen Wert stellt das genau auf die 0. Somit könnt ihr beim Winddrift, also sprich wenn seitlicher Wind kommt, könnt ihr auch mit dem Seitenturm ausgleichen und stellt es danach einfach wieder auf die 0 zurück. Sowohl das AMX-Absehen als auch die Türme basieren auf MRAD bzw. MILDOT. Das ist halt eben diese Maßeinheit. Die Abstände zwischen den einzelnen Haltepunkten im Absehen sind immer ein MRAD und ein Klickverstellung am Turm. Hört euch mal das schöne Klicken an. Richtig satter Ton.
Das Verstellen eines Klicks am Turm, Höhe oder Seite verstellt genau um ein Zehntel M-Rad. Ein Zehntel M-Rad, was bedeutet es? Auf 100 Meter ist ein Klick 1 cm Verstellung. Die wenigsten werden auf 100 Meter schießen, rechnen wir es einfach runter. Auf 10 Meter ist ein Klick 1 mm Verstellung. Das ist, denke ich, ein Wert, womit man eher was anfangen kann. Habt ihr die ganzen Einstellungen gemacht? Dreht da einfach die Caps wieder drauf. Die Airmax-Serie verwendet das Hawk H2-Linsensystem. H2-Linsensystem bedeutet, dass hier 16-lagig vollständig mehrschichtvergütete Linsen in dem Zielfernrohr verwendet werden. Aus meiner Sicht sind die Hawk Airmax Kompaktgläser in Sachen Preis-Leistung in dieser Preisklasse ungeschlagen. Natürlich ist es wie mit allem, gibt man mehr Geld aus, bekommt man natürlich auch nochmal höhere Linsenqualität. Ich denke, das wisst ihr alle, dass es gerade bei Optiken, alles was mit Optik zu tun hat, einfach die Linsenqualität den Preis macht. Nahezu alle sind aus, ich sag mal, Aluminium gefertigt, aus einem Stück. Das ist jetzt hier nichts Besonderes oder auch bei anderen Gläsern nichts Besonderes. Es macht einfach, ja, ich sag mal, die Internals, die Linsen machen einfach den Preisunterschied. Hier bewegen wir uns, sage ich mal, im mittleren Bereich. Natürlich gibt es auch Gläser für 30 Euro. Vergesst es gleich, schießt lieber über Kimme und Korn und geht einmal mit eurer Frau essen. Habt ihr mehr von der Kohle, das sage ich euch gleich. Aber ihr könnt auch Gläser für 6.000 Euro kaufen. Macht für die meisten von uns keinen Sinn. Wenn ihr was Ordentliches wollt, wenn ihr was Hochwertiges für euer Gewehr wollt, wo ihr euer Leben lang Spaß dran habt, wo ihr wirklich mit umziehen könnt, auch auf andere Gewehre, dann kauft euch ein ordentliches Airmax-Glas. Ich kann euch versprechen, ihr werdet zufrieden sein damit, und wenn ihr zuvor ein günstiges Glas verwendet habt und guckt dann einmal durch ein ordentliches Zielfernrohr, werdet ihr dann merken auf einmal, was man alles sieht und wie viel Spaß mehr das Schießen auf einmal seit Neuestem macht. Ja, ich habe eine ganze Menge erzählt. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein oder kontaktiert mich auf der neuen E-Mail-Adresse ergandi@jabolo.de. Da erreicht er mich direkt, da berate ich euch liebend gerne zum Zielfernrohr, zur Montage, zum anderen Zubehör, zu Gewehren und sonst irgendwas. Schreibt mich einfach an, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Das soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, servus, sagt der Gandhi.